Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. In der letzten Folge hatte ich mich gewundert, oh, ich trage etwas. In der letzten Folge hatte ich mich gewundert, warum ich keine Fackelhalter mehr finde, ja? Ich dachte schon, ich wäre bescheuert oder blind oder sonst was. Dabei hatte ich einfach nur übersehen, dass wir keine Fackelhalter mehr brauchen, dass es die einfach nicht mehr gibt. Ja, so einfach ist das, ne? Die haben sie wieder rausgenommen. Was höre ich da? Höre ich da nur Zombies? Genau, die haben sie wieder rausgenommen, um die Fackeln wieder überall platzieren zu können. Das ist natürlich einerseits wieder, ja, macht es wieder ein bisschen einfacher. Andererseits finde ich es ein bisschen schade, dass es da es eben wieder einfacher wird. Aber naja, gut, sei es drum. Das haben sie jetzt so gemacht. Das habe ich jetzt gesehen. Jetzt können wir zumindest mal ganz easy wieder unsere Höhle da ausleuchten. Wir futtern kurz ein paar Früchtchen hier. Und dann zeige ich euch was. Ich habe nämlich gerade hier. Muss nur aufpassen. Ich habe nämlich gerade hier eine Empty Can mitgenommen. Mit denen kann man jetzt anscheinend auch. Genau. Jaha. Mit denen kann man jetzt auch Murky Water mitnehmen. So. Wollte ich nur mal gezeigt haben. Sollten wir natürlich auch nicht trinken, ist klar. Und das kann man anscheinend mit einem Stick auch auf dem Feuer kochen. Das heißt, man hängt es wahrscheinlich einfach so drüber, ne? Gehe ich jetzt mal davon aus. Okay, wir bewegen uns aber, während wir jetzt weiter quatschen, hier einfach mal wieder zurück ins Waldbiom. Denn mir war es hier zu gefährlich, in die Stadt reinzugehen. Und ja, wie wir immer noch sehen, ist mein Lebensbalken ziemlich im Eimer. Da ja aber in jedem Biom eine kleine Stadt vorhanden sein soll, seit der Alpha 10, werden wir einfach mal, solange wir noch so einen beschissenen Wellnesswert haben, ich würde mal sagen, das Waldbiom abgrasen hier, wo wir unsere kleine Höhle gebuddelt haben. In der Hoffnung, wir finden hier die kleine Stadt, die hier irgendwo in dem Waldbiom sein soll. Denn da, hier im Waldbiom, sind ja bekanntlich nicht so viele Hunde unterwegs. Gott sei Dank. Die setzen uns nämlich ganz schön zu, schon seit Anfang an. Okay, wir haben hier schon ein bisschen was abgegrast von dem Wald. Alter Schwede, ist das ein Riesenbiom. Da kann ich ja lange suchen, bis ich das Ding mal finde, ne? Aber nichtsdestotrotz suchen wir hier mal weiter. Wir setzen uns mal kurz. Setzen wir uns hier unten mal einen Wegpunkt hin. Da scheint nämlich die Hauptstraße wieder weiterzuführen. Ja, oh, hallo. Was sie anscheinend auch noch geändert haben, jetzt sind 10-2. Ein Schwein. Dich hole ich doch gleich. Was sie auch noch hinzugefügt haben, ist, diese Heatmap-Geschichte wurde für Tierkadaver gesteigert. Das heißt, in der Nähe unseres Lagers sollten wir definitiv keine Tierkadaver mehr rumliegen lassen. Nee, 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 nee. Zack, verarztet. Wo ist das Schwein hin? Du dumme Sau, jetzt hast du mir das Schweinchen verscheucht. Nein, hier ist es. Nein, daneben. Hallo, 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 hallo. Das Schwein rennt ja kilometerweit, das kann doch nicht wahr sein. Komm, stirb. Genau, dachte ich es mir doch. Es ist. Oh, das Leder nehmen wir mal mit. Das können wir, wenn wir ein Buch mal dazu finden, immer noch gebrauchen. So, die Tiere sind also immer noch irgendwie ein bisschen verbuggt, dass wenn ich sie mit Schleichdamage treffe, dass sie einfach mal gnadenlos erst 5 Sekunden später verrecken. Ja. Warum, weiß ich nicht. Ist halt so. Macht aber auch nichts aus. Wir brauchen trotzdem nur einen Schuss. Okay, ich glaube, okay, hier ist jetzt ein Riesensee, aber hier ist immer noch nicht Ende mit Waldbiom. Das heißt, hier könnte immer noch irgendwo eine Stadt sein. Wir gehen einfach mal um den See drumherum. Das ist schon ein Riesensee hier. Das ist schon ein Riesensee. Wir gehen einfach mal außen drumherum. In der Hoffnung, wir finden irgendwas Schönes.
Okay, wir nehmen hier, futtern wir mal ein bisschen was. Denn wir müssen ja unsere, ja, ich sag mal, unsere Balken oben halten, um unseren Wellnesswert langsam aber sicher wieder nach oben zu kriegen. Also immer rein mit dem Zeug. Was willst du da hinten denn? Hä? Lass mich in Ruhe. Alter Schwede, das ist ein riesen See hier. Was ist da denn los? Da brauche ich ja 10 Jahre, bis ich da drum rumgelatscht bin mit meinem Stamina-Wert, der durch die Wellness so super ist. Naja, auch das werden wir schaffen. Okay, wir müssen nur gucken, dass wir nicht zu weit weglatschen. Wobei wir haben noch 11 Uhr, das geht noch. Da haben wir noch ordentlich Zeit. Ah, aber da sehe ich was. Oh, und da fällt mir ein, ich habe wieder das Schwein liegen lassen. Das ist natürlich sehr blöd. Das ist mein Hirsch, ne? Wollte ich nur mal so angemerkt haben. Hallo, wo ist mein Hirsch? Hier. Okay, weiter geht's. Also es ist hier nirgendwo. Oh, da hinten ist wieder. Ist da hinten wieder ein anderes Biom? Neben dem Wüstenbiom? Ein Schwein. Okay, ich denke, also hier brauchen wir die Tierkadaver nicht unbedingt wegräumen. Denn wir sind hier ziemlich weit weg von unserem Lager. Aber um es mal getan zu haben. Na? Hallo? Och man, dieses dämliche Gras. Flutsch. Und weg ist das. Okay, da drüben ist ein anderes Biom. Okay. Das heißt, wir grenzen unser Biom hier schon mal ein bisschen ein. Das ist okay, da finden wir nachher vielleicht leichter hier mal die kleine Stadt, die hier irgendwo sein soll. Hoffe ich zumindest. Denn das Waldbiom hier, das ich mir hier rausgesucht habe, das scheint ja schon ein riesen Oschi zu sein, ne? Und ich muss trotzdem ständig hier mega auf der Hut sein, dass uns nicht irgendwas angreift von irgendwoher. Denn ich glaube, mit unserer tollen Stoffrüstung sind wir jetzt ein One-Hit nahezu. Befürchte ich. Ein Hirsch, wieder ein Hirsch. Komm her, du Sau. Ich will euch alle essen. Habe ich den jetzt getroffen oder habe ich ihn nicht getroffen? Komm, doppelt hält besser, ne? Okay, ich hatte ihn getroffen. Naja, gut, ist nicht so tragisch. Wir haben ja genug Pfeilchen. Plash. Matsch. Leckeres Geräusch, ne? Leckeres Geräusch. Okay, wir laufen. Wo laufen wir? Wir laufen einfach mal. Ich weiß ja nicht, ob ich, wenn ich den Straßen folge, ob ich dann die Stadt finde. Ich befürchte eher nicht. Denn die sind ja random irgendwo, anscheinend. Komm, hauen wir uns mal gerade zwischendurch wieder was rein. Ein Hase, den jage ich jetzt mal nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Wir haben ja schon einiges zu essen wieder gefunden, was wir uns braten können. Ich finde ja aber auch gar nichts, ne? Ich finde hier weder mal so ein kleines Lagerchen oder so, noch hier mal irgendwie eine Stadt. Ich fühle mich wieder wie am Anfang. Bleib schön liegen, du Sau. Und ich habe auch so das Gefühl, das ist ein nicht enden wollendes Waldbiom. Ja, wie wir sehen, sehen wir, dass das Ding riesengroß ist. Und zwar wirklich riesengroß. Wir wandern. Ja, und wandern, genau. Und kommen gefühlt zu keinem Ende. Ich glaube nicht nur gefühlt, sondern auch wir kommen allgemein überhaupt zu keinem Ende. Oh, ein Baumstumpf mit Loot. Der helle Wahnsinn. Knack. Verteilen wir ein paar Genickbrüche hier an die Schweine.
Ja, es tut mir leid, die waren ja auch mal Menschen, ich weiß. Aber das macht mir nix. Die wollen mir an den Kragen, also gehe ich ihnen an den Kragen. Noch ein Hirsch. Flupp. Schön stehen bleiben. Genau. Und umfallen. Die lieben Leckhirsche und Leckschweine. Finde ich super. Ich finde das mit dem Schleichdamage auch echt klasse. Da braucht man nicht mehr so viele Pfeile verschwenden, um mal einen Hirsch oder ein Schwein zu killen. Die Schweine waren ja vor dem großen Patch da echt pervers, ne? Das waren ja in der Tat Elite-Schweine. Da habe ich, glaube ich, fünfmal drauf geballert und habe gedacht, das wird nie was. Aber nach dem fünften Schuss war dann doch mal Feierabend für das Schwein. Tja, okay, mein Hunger sehe ich gerade. Wie war das denn mit dem Honig? Okay, der Honig hat ein bisschen mehr Fullness gebracht. Dann hauen wir uns den Honig einfach mal rein. Davon haben wir eh nur die zwei Stück da. Scheißegal. Weg damit. Und Wellness ist wieder gestiegen. Super. Wie sieht denn eigentlich unsere Wellness? Ach ja. Okay, warum gucke ich überhaupt, ne? 33 ist unser Wellnesswert. Das ist spitzenmäßig. Also fast unterstes Niveau. Was sage ich? Hallo, lass mich in Ruhe. So, hauen wir uns mal schnell die Painkiller rein, dass wir nicht hier im One-Hit bleiben. Und ein Schwein. Ich komme einfach nicht drum rum. Ich weiß auch nicht warum. Wenn ich die Tiere sehe, ich will sie einfach mitnehmen und essen. Und vor allem brauchen wir das Leder, ja. Wenn wir irgendwann mal ein Buch finden sollten. Wenn, ne? Dann, genau, wenn dann. Dann könnten wir vielleicht mal, also hier dieses Lederbuch da, ne? Oh, ein Hunting Rifle Stock. Nehmen wir einfach mal mit, ne? Dann könnten wir uns ja mal eine Lederrüstung herstellen und würden ein bisschen. Oh, was sehe ich da? Da kommt was. Da kommt doch ein Ding vom Himmel hier. Ein. Da laufen wir hin. Supply, Supply. Alter, ist das weit. Ob wir da rechtzeitig ankommen? Nein, meine Stamina geht wieder aus. So ein Scheiß aber auch. Supply, Supply, ich komme, ich komme. Okay, wir dürfen das nicht aus den Augen verlieren, das Ding. Sonst finde ich das nachher nicht mehr. Das wäre ziemlich scheiße. Weil vielleicht ist da ja was Vernünftiges drin, ne? Und ein leerer Baumstumpf. Wer hätte es gedacht, ein leerer Baumstumpf? So, immer geradeaus, immer geradeaus. Nicht aus den Augen verlieren. Hallo. Ist doch nur ein Baum, da bleibt man nicht dran hängen, Mensch. Lauf schon, gib Gas, Junge. Da vorne kommt's runter. Da kommt die Kiste. Juhu. Wir hören sie landen. Und wir schnappen sie uns. Und bitte lass irgendwie was Buchiges drin sein oder sonst was. Oh yeah, Baby. Oh yeah. Ist das geil. Wir können uns eine Eisenhose basteln. Woo! Und ich habe ein SMG-Bauteil gefunden. Das ist Hammer. Und wir haben immer noch keine Stadt gefunden. Das ist nicht so Hammer. Aber naja, gut. Ansonsten hangeln wir uns hier alle 3 Tage von Supply zu Supply-Kiste. Ja. Könnte ein Weilchen dauern, aber in der Not, ne? Wie war das so schön? Iron Leg Armor Schematic. Sofort mal lesen, das Ding. Wir wollen ja uns weiterbilden. Und vor allem schöne Sachen bauen. So, einen Minenhelm haben wir, glaube ich, schon. Den brauchen wir nicht. Wir haben aber auch, glaube ich. Ja, wir haben ja eh hier was Besseres auf, ne? Okay, ich glaube, ich bewege mich jetzt mal hier in Richtung Kreuzung. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber naja. Wir schauen mal. Da schreit wieder ein Hase oder so. Die schreien ja auch immer wie am Spieß, ne?
Ein paar Hülsen, die brauchen wir gar nicht. Gar nicht. Na, komm, das wollen wir mitnehmen. Hallo, hallo. Das ist der Totschläger. Du musst sterben, wenn ich dich treffe. Ich habe so das Gefühl, mein Hunger- und Durstbalken, der geht ganz schön schnell runter hier momentan. Ich weiß nicht, ob das irgendwie dran liegt, dass... Oh, was sehe ich da? Leute, seht ihr, was ich sehe? Seht ihr, was ich sehe? Ihr seht, was ich sehe? Oh mein, holy God, what? I found it! Yeah! Fuck yeah! Wir haben hier, ich weiß nicht, ob das eine Stadt sein soll, aber es sind ein paar Häuschen. Oh yeah, Baby, es sind ein paar Häuschen. Yes, Baby, yes, yes! Ich kann mich gar nicht genug freuen hier. Das ist unfassbar geil. Aber ich glaube, das ist so eine random generierte Stadt. Ich glaube, das ist so eine. Alter, was ist hier denn los? Nursey, hey Nursey, alles klar bei dir? Patz. I'm so sorry. Ein Kühlschrank in der Garage. Wer hat das nicht, ne? Wir haben ja alle einen Kühlschrank in der Garage stehen, der an nichts angeschlossen ist und trotzdem irgendwie Geräusche von sich gibt. Das kennen wir doch alle, ne? Ja, das war aber ein fettes Vogelnest, hä? Wer hat denn hier gehaust? 30 Vögel. Pong. Oh, Autos, Autos, genau. Autos sind immer gut, da könnte was Schönes drin sein. Ist es aber nicht. Naja, gut. Chlorhammer, Gascans nehmen wir mit. Chlorhammer brauchen wir nicht. Ja, Öl brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt hier. Wir haben eine Stadt im Waldbiom, die erste random generierte Ministadt in jedem Biom, die irgendwo. Ist das geil? Ich finde es immer noch einfach saugeil. Hallo? Sind da noch mehr von deinen Freunden, Mann? Keine Lust auf Überraschungen? Oh yeah, eine fette Beef Ration. Fett, fett. Was gibt es denn hier oben? Ein bisschen Gläser. Ein bisschen Müll. Vielleicht da hier drin irgendwie ein Gun Safe oder sowas. Achso, da brauchen wir erstmal hier die Pickaxe. Genau, so. Ich befürchte ja, da hockt einer dahinter, wa? Oder auch nicht. Aber da ist ein Gun Safe. Und wir haben keinen Platz mehr. Scheiße. Und eine Hunting Rifle. Wow! Yeah! Ah, hier weg mit dem blöden Wasser da. Komm. Hauen wir uns noch schnell den S-Ham, Sham, was auch immer rein. Weg mit ihr. Und ein bisschen Munition. Und die Shotgun Barrel würde ich auch gerne. Ach, Knochen. Warum haben wir denn einen Knochen dabei? Sag mal. Den Schmuh brauchen wir ja mal gar nicht. Das ist geil. Zur Not könnten wir auch hier übernachten. Also rein theoretisch, ne? Ja, gut, so weit sind wir jetzt auch nicht weg von der Stadt hier. Wir haben eine Stadt gefunden. Okay, ich glaube so. Ein Häuschen oder so gehe ich mal noch kurz looten. Welche zwei hatten wir? Ich glaube, die zwei hatten wir jetzt, ne? Ja, genau. Gehen wir mal hier noch in den Rest von dem Haus rein. Scheiße, da ist noch mehr. Ich habe einfach keinen Platz mehr. Das ist scheiße. Alter, was mache ich denn gerade? Bin ich denn, Alter? Bin ich denn total vers... Hier, weg da mit dem Scheiß. Brauchen wir jetzt nicht. Ich weiß nicht, braucht man das Tierfett jetzt überhaupt noch zu irgendwas, wenn man die Fackeln... Ach so, ja klar, natürlich. Ein Urbat Combat Book. Alright. Ich liebe Bücher. Her damit. Scheiße, und wir haben keine... Alter, wir haben echt keinen Platz für nix, ne? Das ist ziemlicher Bullshit. Deswegen, komm, Sticks, weg damit. Scheiß drauf. Wir brauchen Munition ein bisschen für die Pistole, die wir hier noch haben. Und was tun wir denn noch hier? Komm, Fackeln können wir wieder bauen. Immer her mit dem Zeugs.
Und wenn wir ein bisschen, wenn wir ein bisschen, wir könnten rein theoretisch tatsächlich hier noch mal eine neue Höhle buddeln. Ja, wobei, dann sind wir wieder in der Nähe von der Stadt. Das ist vielleicht nicht so ganz toll. Wir hatten ja schon mal die Erfahrung, ne? Aber da war es ja eine andere Stadt. Da war es die Agro Mega Assi-Köterstadt. Da fand ich es ein bisschen schwieriger. Okay, ich glaube, wir haben hier alles durchforstet. Soweit. Oh yeah. Noch zwei Bücher. Und da ist Leder dabei. Da ist Leder dabei. Yeah. Damit können wir uns eine Lederrüstung bauen. Scheiße, ist das geil. Da wäre noch ein Bett. Ein richtiges Bett. Okay, ein S-Helm. Naja. Also wie dem auch sei, wir haben eine Stadt gefunden. Wir werden den Rest natürlich noch weiter looten. Das aber in der nächsten Folge. Und dann überlegen wir es, genau, überlegen wir uns, wie es weitergeht, ob wir vielleicht doch hier irgendwo in der Nähe eine Höhle buddeln, dass wir es nicht so weit haben. Wir werden sehen. Bis dahin. Tschüss.